Weiße Ostern? Nicht, dass man da Schneebälle und Eier verwechselt. Osterstimmung in Deutschland. Das Verfassungsgericht zieht der Zypris die Ohren lang, der Osterhase legt im Akkord Eier. Ach nee, Quatsch. Der Hase kann dies ja gar nicht. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, die Eier sind bunt. Eine schöne Farbe kann man sich übrigens hier bei Colorflip aussuchen. Und danach die Roh- oder Gekochtlinge einfach mit dem Eggjet bedrucken. Ja, unglaublich, was es für Drucker gibt. Neuerdings sogar Kaffeedrucker bzw. Milchschaumbedrucker. Ja, und ist der jetzt nicht richtig schön kalt? Bei allem darf man natürlich nicht den wahren Ursprung von Ostern vergessen. Ja, nur weil Jesus auferstanden ist, können Sie liegen bleiben und auf das Glowpillow verzichten. Dieses Kissen, das den Schlafenden nicht durch Lärm, sondern ganz langsam und sanft durch immer heller werdendes Licht weckt. Aber bitte nicht verwechseln mit dem Tod. Ja, noch besser ist es höchstens, direkt von der Sonne geweckt zu werden. Oder am besten gleich von dreien, wie bei diesem Wetterphänomen in Russland. Ähnlich fasziniert guckt man auch hier in den Sternenhimmel. Bei diesem 1,5 Gigapixel großen Bild von Vincent van Gogh, das wie ein Mosaik aus über 200.000 kleinen Fotos zusammengesetzt wurde. Aber bitte nicht zu lange schlafen. Jedenfalls dann nicht, wenn Sie das kurze Streichholz gezogen haben und die Verwandtschaft dies Jahr zu Ihnen kommt. Nicht, dass Sie auf Ihre Edge-a-Sketch-Uhr gucken und es schon viel zu spät ist für das 7-Gänge-Menü und Sie dann nur noch Zeit haben, um schnell die große Festtafel auszurollen und aufzublasen. Und vielleicht noch ein paar Fertiggerichte warm zu machen. Was aber ja dann meist doch auffällt. Denn wie man hier bei dem Projekt Werbung gegen Realität von Samuel Müller sieht, gilt die Weisheit von Forrest Gump. Man weiß nie genau, was man kriegt, nicht nur für Pralinen-Schachteln. Was man bei diesen Bildern aber auf jeden Fall nicht kriegt, ist Hunger. Es sollte an so einem Festtag aber natürlich nicht nur das Essen lecker aussehen, sondern auch die Gastgeberin. Und wie das geht, das kann man hier bei test.com rechtzeitig üben. Da kann man sich nämlich mal so richtig mit Rouge, Mascara und Perücken austoben. Entweder an Fotos von Fremden oder am eigenen Bild, um zum Beispiel auf Datingseiten endlich attraktiver zu wirken. Ja, wenn das Gulasch das darf, dürfen Sie das auch. Ja, aber jetzt hätten wir fast vor lauter Hektik die Kleinen vergessen, die sich auf Ostern noch immer ganz besonders freuen. Wenn Sie Spielzeug schenken, das dann also bitte ansprechend dekorieren. So wie es auch der Künstler Robert Bradford bei seinen unglaublich tollen Spielzeugskulpturen macht. Und eine ebenso tolle Animation, nicht nur für Kinder, hat Andrew gemacht. Nämlich auf einer Schultafel zu dem Gedicht My First Day at School. Ja, da hatte der Tafeldienst eine Menge zu tun. Okay, man kann es sich natürlich auch ganz leicht machen und über die Feiertage noch schnell in Urlaub fahren. Dann aber bitte nicht wieder die Kamera mit den tollen Bildern verlieren, wie diese Zeitgenossen hier, die immerhin das Glück haben, dass sich der ehrliche Finder bei I Found Your Camera gemeldet hat, wo nach den schusseligen Motiven gefahndet wird. Gut, manchmal ist auch nicht die Schusseligkeit, sondern Elektrizität der Grund, dass man die Kamera fallen lässt. Wie im Fall dieser Kamera, die für die Jungs am Auslöser eine kleine Überraschung parat hat. Also dann vielleicht doch lieber zu Hause bleiben. Es soll ja auch schneien, wurde in den Nachrichten gesagt. Und was gibt es denn wohl Schöneres als eine kleine Rutschpartie am Ostermorgen? Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Oh, da hat jemand meine Kamera gefunden. Naja, aber Pamela Anderson hat sie auch nicht geschadet.